Was geht, Freunde? Grüß euch und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und heute, Freunde, heißt es Best of Toti 2024. Ich habe Packs gezogen, ich habe Packs geballert, wie gesagt, 3 Millionen reingebuttert. Alles Blaue, was wir hier gezogen haben, ne, oder auch Weiße, ne, ihr habt die Videos gesehen, ich hatte Packluck, habe ich in so einem Best of zusammengeschnitten. Ansonsten seht ihr noch einen weiteren Toti und noch einen, so zwei Totis, die ich nicht in Videos verpackt habe, weil die letzten Tage gezogen wurden, ne. Die sind alle hier drin. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und kommentiert für den Algorithmus. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr Packluck hattet oder bei dem Skandal verwickelt war und hattet Glück. Kann auch sein, ne. Gerne in die Kommentare damit. Ansonsten zusammenfassend will ich nochmal sagen, also das Totti-Event war sehr brüchig, sage ich euch ehrlich. Aber am Ende des Tages bereue ich nicht, da reingegangen zu sein und würde es nächstes Jahr genauso wieder machen. Aber ich will später die Packs ziehen, sage ich euch ehrlich, weil ich hatte das Gefühl, ich hatte ein bisschen mehr Glück als andere, auch weil ich zu anderen Zeitpunkten gezogen habe. Also Packrate technisch hatte ich so ein gutes Gefühl, aber da würde ich trotzdem in Zukunft später öffnen, als immer so 19, 20 Uhr, ne, gerade zur Primetime. Gerade, ihr wisst selber, wo diese Tagesanmeldung fertig war, ne? Wo jeder dann quasi dieses 20x83 Plus Pack hatte oder 84 Plus. Ihr habt gesehen, fast keiner hat sogar Walkouts gezogen. Das war geisteskrank. Deswegen, viel Spaß mit dem Best of, ne? Ich hab auch Bock auf die nächste Zeit. Let's go. Wir gehen rein ins Best of. Kann ich nochmal schicken. Nein, blau, 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 blau! Bernardo Silva! Bernardo Silva! Bernardo Silva, ich hab blau gesehen. Ich hab blau gesehen. Immerhin blau gesehen. Blau. Ja, ich hab gesagt, ich hab den so oft schon gezogen. Gold Rare. Und Bernardo Silva. Bernardo Silva, Junge. Ja. Wichtig für die Küche. Bernardo Silva. Totti, ehrenvolle Erwähnungen, ey. Da ist er endlich. Mach mal ein Weggepäck. Vielleicht klappt's wieder. Ein Sub! Ich mach extra so ein 84 plus mal 5. Oha. Oder mal 4, keine Ahnung, was da gibt. Und dann gehe ich weg und dann. Blau, 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 blau! England! IV! Right. Chelsea! Es ist mein erster Toti! Junior Cito ist am Start! Ja, bright! Die Zukunft ist bright! Ja, ich kann die 1 eintragen, Bro! Aus welchem Pack? Premier League Premium! Okay, Freunde, wir sind auf dem Main-Account. Ich mache direkt am Anfang so ein Brett-Pack auf. 20x84 Plus. Maxi hatte gerade Pack-Luck. Der hat Xavi gezogen, Totti Icon. Nose-Pack, OP-Pack, 20x84 Plus! Ja! Blau! Blau! Blau, RV! Und das ist Trent Arnold. Let's go! Let's go, Junge! Trent Arnold nehme ich mit. Klar, Toti wäre besser gewesen, ne? Aber Trent Blau bockt schon, sage ich. Für 20x84 Plus, Hauptsache Blau. Ich bin erlöst, also ich bin froh fürs erste Pack. Okay, Freunde, es kickt. Ich kann nicht warten, bevor ich wieder in Upgrade-Packs gehe. 3x87 Plus, gönn EA Sports. Blau, blau, blau! Argentinien, Stürmer! Lautaro Martinez und jetzt bin ich gespannt. Ich habe nicht auf die goldene Schrift geachtet. Wahrscheinlich wieder Nominee. Ne, sieht man jetzt. Aber nehme ich mit. Nehme ich mit. Blau zu sehen macht mich glücklich. Olga Carmona, let's go. Let's go, Junge. Und Marquinhos, GG's. Olga, bist du irgendwas wert? LV? Oh, sorry, an Bomberstore kommst du nicht vorbei, aber ist okay, jetzt sogar 10, weil ich gar keine Premium-Upgrades und so jetzt hier auf der Seite habe. Ich habe nur noch richtig heftige Bretter. Blau, blau, so ein Pack, blau, so ein Pack, Freunde, Bernardo Silva, aber nehme ich mit. Ja, ich freue mich nur gerade so, weil das so ein Billo-Pack ist, aus dem man nichts erwartet. Ich habe auch wieder nicht drauf geachtet, ne? Ich sehe immer nur blau und raste hier schon innerlich aus. Ich muss mal auf die Position achten, dass die Schrift da Gold ist. Aber Bernardo Silva, GG's. Hätte ich den Honorable Mention Counter, wäre das jetzt die Nummer 3, oder? Bernardo Silva, da freut sich Maldini sehr. Das weiß ich. Aber ich habe so viele, so viele, so viele. Ich habe wieder nicht hingeguckt. Stürmer. Harry Kane. Harry Kane. Mia San Mia. Harry Kane auf die 1. 93er Rating. Blau. GG's. Da freue ich mich.
Da freue ich mich ehrlich. Harry Kane. Premier League. Ja, blau! Blau! England! RV Trent Alexander Arnold schon wieder. Mann, wieso immer Bernardo, wieso immer Trent? Aber gut, ich glaube, ich kann jetzt Maldini abschließen. Immerhin das. Mann, ich muss doch Alisson unbedingt ziehen. Ich jag Alisson so krass, ne? Mann, richtig gering. Hier mal 84. Oh, die bitte. Ah, das ist Ederson, oder? Casemiro und dahinter? Ich habe wieder nicht auf die Schrift geachtet. Ja, Honorable Mention. Olga Carmona. Ja, hab schon mit gerechnet, dass ich die Nummer ziehe, aber ich dachte eher aus den La Liga Upgrades. Olga Duplikat, Kante, 80 ready. 3x85 plus tradable. Tradable, 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 Totti Nomine. Oh, Bernardo Silva zum dritten. Wir machen eine 8 draus, oh mein Gott. Jo, Barcelona ZM und dann einfach aber in blau die Schrift. Bernardo Silva. Wie teuer ist der Bre? Aber es sind super wichtige Coins, sage ich. Zeig mal her hier. Wie teuer bist du? Ach, der ist nichts wert, aber egal, wir nehmen die Coins mit. Bernardo Silva tradable. GG's. Goldprofis. Der Icon. Xavi. Oder normal Icon. Totti Icon. Xavi, Freunde. Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben alles gefüllt. Es hat sich gelohnt dieses Jahr. Totti Icon. Xavi. Aus einem ausgesparten, aufgesparten Pack. Totti Icon. Geisteskrank, Freunde. Geisteskrank, sage ich nur. Achso, das ist nur verdeckt. Hier, zack, da stand nämlich die ganze Scheiße 01. Totti Icon Xavi. 10x83 plus. Ja, blau! Blau! Totti! Ja! Ja! Alisson Becker! Willkommen im Team! 10x83 plus. Tagesanmeldung. Here we go, Eli Jella. Let's go, man. Alisson Becker. 95er Rating. Ich habe gesagt, ich jage ihn. Ich habe es gesagt am Ende des Tages und es hat sich ausgezahlt. Es hat sich ausgezahlt. Bam. Damit ist das Totti für mich offiziell abgeschlossen. Highlight. Ich habe noch Bretterpacks. Wir haben Dienstag. Mittwoch, Donnerstag werde ich noch viel mitnehmen. Okay, auf dem zweiten Account, auf dem Main-Account ist der Bug nicht aufgetreten mit Messi. Zweiter Account. Es ist Messi. Oh mein Gott, es ist Messi. Es ist geisteskrank. Es ist geisteskrank. GG's in die Kommentare. Messi, es ist verbuggt. Und das war das Best of, Freunde. Und ihr seht das Team geisteskrank. So sah das Team vorher aus, ne? Ihr seht selber, ja. War noch verbesserungswürdig, sage ich mal, ne? Und jetzt das Team hier, bam. Die Tortis wurden natürlich eingebaut, ne? Xavi wurde eingebaut, Sava SBC. Dann seht ihr hier, ich habe Kanté sogar abgeschlossen, Carlos Alberto auf der Bank. Ich habe Lust auf das Team, ne? Kommt auch gerne Samstagmorgens in den Stream. Ich werde wahrscheinlich so von 8, 9 Uhr bis 14 Uhr streamen, 13 Uhr. Mal gucken, wie die Zeit es zulässt. Maybe gehen wir in den zweiten Account rein, ne? Da den Messi ausprobieren, maybe. Ich muss mal gucken. Ansonsten der Fahrplan für die nächsten Tage. Ich werde dieses Video hier jetzt am Donnerstag hochladen. Ne? Freitagabend mache ich ja immer ein Video, ein Pack-Opening. Road to the Final ist das nächste Event. Das werde ich aufnehmen, aber erst Samstagmorgens droppen. Ne? Wenn ihr aufsteht, könnt ihr euch das direkt reinziehen und dann in den Stream vorbeikommen, ne? Auf Twitch. Dachte ich mir so, weil dann ist wieder so ein Sonntag kein Video. Und Montag früh dann im Stadion-Vlog halten. Ne? Dachte ich mir, Duisburg gegen Regensburg, gegen den Ersten. Das wird brüchig, aber... Oder auch nicht. Vielleicht auch Wunder von Duisburg. Was denn? Wir haben gerade einen neuen Transfer, einen neuen Sechser geholt. Aber gucken wir uns alles dann Sonntag im Stadion an, beziehungsweise ihr dann Montag im Video. Ja. Und generell wollte ich nochmal einfach Danke sagen, ne, für die Zeit. Und seid bitte nicht gebrochen, wenn ihr keinen Totti hattet oder so. Viele wollen das Spiel auch loslassen oder lassen los. Kann ich verstehen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr weiter die Videos supportet.
Ansonsten noch, ich würde sagen, beginnt jetzt erst unsere Primetime. Weil jetzt haben so viele losgelassen, wir Suchtis ziehen weiter durch, also wir Grinder, würde ich sagen. Und ich war auch letztes Jahr so, gerade so ab Sommer, ich habe ja erst ab Juli angefangen mit YouTube. Das war so die Prime-FIFA-Zeit so mäßig für mich. Gerade da so nach Totti, dann lassen die Ersten los, die Casuals und so, aber ihr supportet, ihr seid die Besten, ohne Witz. Ich habe auch Bock auf die nächste Zeit einfach generell. Wir müssen uns jetzt bis Tots quasi durchschlagen, ne? Coins habe ich, wie gesagt, 876k inzwischen. Ich kann auch mal kurz die Transferliste zeigen, wo ich reingehe, weil 84er, Freunde, wenn ihr da investieren wollt, hier, schaut mal, verkaufen sich alle auch für 3 oder 4k so auf Lock. Ein paar Informs bin ich auch reingegangen, weil die viel zu günstig waren. Ansonsten hier, die waren alle so 1500, 1600. Wenn ihr noch ein bisschen traden wollt, das werde ich wieder machen, so einfach nebenbei die UV-Liste weiter bis Tots. Dann haben wir wieder unsere 2-3 Millionen zur Tots-Zeit, da gehe ich wieder in Upgrade-Packs rein. Und so spiele ich halt immer jedes Jahr FIFA. Habt ihr jetzt mal so mitbekommen. Und ja, dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, ne? Kommentiert für den Algorithmus. Das war das Totti 2024. Und wir gehen weiter, wir machen weiter. Road to the Final ist das nächste Event. Haut rein und ciao. Yeah. I got one grand on my dummy up. Who caught a million, my go yard dump. I went against her, you still got a show. One with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by 4. Cause I get me some hands, she been that shit over.